Hier haben wir auch schon ein wunderschönes Stück von der Makrele. Filetiert, sauber gemacht. Immer ganz wichtig, in der japanischen Küche japanisches Küchenmesser zu nehmen und ein nasses Tuch. Weil wenn wir Sashimi schneiden oder Sushi und so, wollen wir natürlich keinen klebenden Reis oder Fischreste am Messer haben. Deswegen sind in der japanischen Küche die Messer immer nass. Und wenn ihr im guten Sushi-Restaurant seid, seht ihr auch immer ein Tuch auf dem Brett liegen, wo der Koch immer zwischendurch diese Bewegung macht und sein Messer quasi schmiert. Dünn die Haut abgenommen. Ja, sehen wir schon die schöne Maserung auch von der Königsmakrele. Also ganz tolles Produkt. Ja, macht unheimlich Spaß. In Japan oder allgemein in der Küche lasse ich diesen roten Teil dran. Das ist nämlich ein Qualitätsmerkmal. Oder hier siehst du es auch. Also der Japaner schneidet so wenig wie möglich immer weg. Daran seht ihr einfach dann auf guten Sushi-Platten, wie die Qualität des Fisches ist. Im Sashimi ist immer wichtig, dass wir den Fisch nicht zu dünn schneiden, dass er dann nachher auseinanderfällt oder zu dick, sondern dass wir, ich sag mal, eine schöne mundgerechte Scheibe kriegen, die man vielleicht mit einem Bissen dann noch durchbeißen kann. Ja? Also das ist immer so ein halber Zentimeter, ist immer eine schöne Dicke. Ich tue die Scheibe jetzt wieder vorne ran, weil das mir direkt als Stopper für die nächsten Scheiben gilt. Und dann schneide ich hier wunderbar mit einem scharfen Messer natürlich. Und hier kommt mir natürlich der japanische Messerschliff auch zugute. Sashimi, eigentlich auch sowas Schönes, die ehrlichste Form, guten Fisch zu essen. Ja, natürlich mehr Salzwasserfische als Süßwasserfische, um die roh zu essen, wegen den ganzen Bakterien und so. Ja, zur Königsmakrele nochmal. Es gibt in Australien den Hiramasa Kingfisch. Dann gibt es aber auch die Gelbschwanzmakrele. So, ist zu unterscheiden von der normalen Makrele, die wir kennen, ja, die salzig dann gegessen wird oder eingelegt, wie auch immer. Ja, die Königsmakrele ist ein Fisch, der meistens so 3 bis 6 Kilo haben kann. Ja, wunderschön dicke Filets, also man sieht, das ist das Rückenstück. Ja, es ist richtig hoch, es hat keine Gräten mehr im Fleisch, es ist fettig, fast wie Lachs so ein bisschen, aber härter in der Konsistenz. Bringt natürlich durch das Fett im Fleisch unheimlich viel Aroma. Ja, jeder hat das Wort Tataki auch schon mal gehört und Tataki bedeutet einfach, dass der Fisch ganz kurz angegrillt wird, kurz auf die Grillplatte, wo er dann ringsherum, das kennt jeder vom Thunfisch, einen schönen Thunfischloin, ringsherum angegrillt, dann gart er so ein bisschen, wird natürlich außen dann so weißlich-braun von der Konsistenz her oder von der Farbe her und innen bleibt er schön rot. Bei der Königsmakrele schmilzt jetzt gleich das Fleisch, es karamellisiert so ein bisschen Röstaroma rein und verändert einfach ein bisschen noch das Aroma. So, das knuspert so schön und das riecht jetzt direkt. Das ganze Fett ist jetzt so, läuft jetzt so ein bisschen raus, hat direkt unheimlich karamellisiert. Und was mir immer gefällt, ist, wenn man auch so leichte schwarze Spots dabei hat, weil das sind richtige Röstaromen. Kennt jeder vom Barbecue, vom Grillen, ja, oder selbst von der Paella, wenn es nachher ganz leicht angebraten ist, dass einfach diese Röstaromen das ganze Gericht dann nachher vollenden. Sieht doch herrlich aus. Ja, das meine ich mit dem Tataki. Außen ist jetzt dieser Rand so ein bisschen von dem Garn, von dem Grillen. Und innen drin ist er zu 95% noch roh. Und so hat man so ein bisschen Texturspiel, verschiedene Aromen durch die Röstaromen. Und so ist das ganz, 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 ganz tolles Produkt. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de